kleinen Update neue alltägliche und seltsame Apps für euch getestet. Zwischen Techtopie und Kulturpessimismus von uns. Uns, das sind Maren. Auf der anderen Seite, hallo, schönen guten Tag. Auf der... hallo, und Raphael. auf dieser Seite, von der anderen Seite. Richtig. Hi, schön, dass du wieder da bist. Das hört sich jetzt ein bisschen an, als würden wir uns gerade treffen. Dabei hatten wir natürlich schon, wie alle Leute, die sowas machen, einige Zeit Vorlauf gerade. Mhm. Unser Gespräch geht schon einige Minuten. Wobei man einfach jetzt mal sagen kann, dass wir die ersten 30 bis 40 Minuten in Verzweiflungszuständen über die Technik verbracht haben. Klassisch. Und ja. Klassisch, ne, muss man schon so sagen. Wir sind, glaube ich, beide sehr technophil, das ist lustig, weil sind da auch irgendwie relativ offen gegenüber, was das Verwenden und Integrieren von neuen Techniken angeht in das, was wir machen. Aber trotzdem muss man immer wieder sagen, die Zeit, die man damit verbringt, irgendwas, was nicht funktioniert, wieder gerade zu kriegen, ist einfach krass, jedes Mal wieder. Also, ja, und proportional einfach sehr viel höher als meistens das, was man dann tatsächlich als Output hat. Genau. Also, ne, weil wir haben jetzt Vorbereitung, Nachbereitung, aber wir wollen ja nicht mit Jammern anfangen, ne? Nein, wir wollen nicht mit Jammern anfangen. Wir wollen mit Entspannung und Selbstfindung anfangen, weil das wäre nämlich tatsächlich der Start. Das wäre jetzt so, das war gut, oder? Der Übergang. Ja. In unser heutiges. Super. Nein, nicht in unser heutiges Thema, sondern in eine App, über die wir heute sprechen, die wir uns beim letzten Mal ausgesucht haben oder zwischen dem letzten Mal und dem diesmal. Und zwar eine von diesen Apps, die dafür da sind, die dafür gemacht wurde von ihren Entwicklern, eigentlich wieder so ein bisschen Abstinenz zu üben. Genau, Digital Detox, wie das der moderne Digital Native nennt. Also sich selbst beherrschen, ein bisschen mal das Handy einfach liegen lassen. Das ist sozusagen die Absicht der App. Also davon gibt es ja schon einige. Es ist eher sogar so, dass ich als Apple-Janer kenne das ja auch sogar schon systemimmanent, habe ich das kennengelernt. Im Bereich der letzten Updates hat Apple das ja sogar so gemacht, dass sie in das Betriebssystem, in die Benutzeroberfläche Funktionen integriert haben, an denen man eine Kontrolle über die Nutzungsdauer bekommt, mit der zusätzlichen Möglichkeit und Option, diese Nutzungsdauer zu reglementieren, indem man Funktionen sperrt, ganze Apps sperrt oder ganze Nutzungsbereiche von seinen Smart-Geräten zeitweise auch einfach nicht nutzbar macht. Hat das dein Nutzerverhalten geändert? Ich bin ja kein aktiver, ständiger Apple-Nutzer, du schon. Hat das irgendwie deine Selbstreflexion, deinen Nutzen geändert? Hat dich das gedetoxed oder hat dich das eher noch mehr toxicated? Null, absolut null. Gar nicht. Also es hat gar keinen Einfluss gehabt. Nee, gar keinen Einfluss gehabt. Weil es vielleicht aber auch bei mir so ist, ich glaube, dass ich jetzt einen Satz sagen werde, den wahrscheinlich jeder Nutzer von Smart-Geräten so unterschreiben würde. Ich nutze das Gerät nur, wenn ich es brauche. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ja. Also, was einfach heißt, dass ich nicht so, aber das ist wirklich vielleicht so ein bisschen so. Also, ich nutze meine smarten Geräte ja auch zum Spielen. Ich bin ja, wie du auch, spieleaffin. Und das heißt, ich verbringe natürlich viel Zeit damit, aber es ist nicht so, dass ich in der Freizeit oder in Zeiträumen, in denen gerade so ein bisschen Leerlauf besteht, aus Langeweile oder keiner besseren Alternative zum Smartphone greife und dann bei Instagram, Facebook, Twitter oder sonst was irgendwie die Zeit verbringe. Also dieses typische, nicht zielorientierte Rumdaddeln am Gerät, das ist nicht so meins. Also es ist so, dass ich schon oft sage, okay, und noch eine Runde zocken oder irgendwie Kommunikation betreiben, ja. Aber nicht so dieses, mal gucken, was so geht auf dem Gerät. Ja, auch nicht auf dem Handy. Also wenn du an der Bushaltestelle stehst, ja doch schon, oder? Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich keine Nachricht bekomme, eher selten. Also man muss sich ja nochmal als Markenopfer identifizieren. Du hast ja nicht nur ein iPad und ein iPhone, du hast ja auch noch eine Apple Watch. Das heißt, du musst ja überhaupt nicht aufs Handy gucken. Ja, da ist wirklich was dran. Das habe ich auch selber bemerkt, seit ich die Apple Watch habe. Ist es so, dass dieses... was, glaube ich, jeder kennt, dieses Phantom-Vibrieren, das Vibrationsmodus des Handys, seltener geworden ist. Also du hast das Handy in der Hosentasche und denkst, oh, da hat gerade was vibriert, ich habe bestimmt ein WhatsApp bekommen oder eine andere Nachricht oder der Short-Message-Service, dieses antike Ding. das hat man ja immer mal wieder gehabt und das ist natürlich mit einer Smartwatch am Arm deutlich weniger, weil man einfach nur kurz aufs Handgelenk gucken muss. Das heißt, diese Situation, in der man sich selber irgendwas zurechtlegt oder
ein Phantomgefühl zurechtlegt, um dann irgendwie eine Rechtfertigung zu haben, das Handy aus der Tasche zu holen. Das ist doch deutlich weniger geworden. Das kann auf jeden Fall auch was damit zu tun haben. Wobei für mich auch relativ klar ist, dass es gerade in den letzten Jahren, im letzten Jahr, etwas mit meinem veränderten Nutzungsverhalten der sozialen Medien bzw. sozialen Netzwerke zu tun hat. Also Facebook, Instagram ist für mich immer uninteressanter geworden, muss ich sagen. Und deswegen auch weniger Smartphone insgesamt? Ja, deswegen auch weniger Smartphone, weil die Nutzung des Smartphones bezieht sich bei mir, ich würde sagen, die besteht aus Kommunikationsgerät, Telefonieren und Schreiben zum allergrößten Teil. Ja. Der zweite Punkt ist Spielen. Ja. Der dritte Punkt ist Lebensergänzungs-Apps, wie zum Beispiel Sporttrainings-Apps, Wetter-App, Navigation-App. Das, was wir in der ersten Folge schon hatten, also quasi, wo wir unsere Geräte vorgestellt haben. Genau. Und der vierte und letzte Punkt ist dann soziale Medien, soziale Netzwerke. Und der wird immer weniger. Okay. Und da der Punkt davor zum Beispiel, diese Lebensergänzungs-Apps, sich ja nur nutzen lassen, wenn man sie dann braucht. Also beim Sport brauchst du eine Sport-App und wenn du Auto fährst, brauchst du eine Navigations-App. Und nicht, wenn du an der Bushaltestelle stehst oder auch nicht, wenn du gerade im Café sitzt und auf dein Eis wartest und da alleine sitzt, weil dein Kaffeetrinker noch nicht gekommen ist, dann lohnt sich das nicht. Wenn du dann nicht Bock hast, irgendwie jetzt nochmal Instagram zum 17. Mal am Tag oder zum 25. Mal Facebook, dann muss man das Smartphone nicht rausholen. Weißt du was? Das hat schon was geändert bei mir, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wenn du im Café sitzt und dein Kontakt ist noch nicht da, deine Verabredung, dann machst du tendenziell nichts. Du guckst nicht aufs Handy, um beschäftigt zu sein. Tendenziell nicht, außer ich weiß zum Beispiel, ich hätte jetzt noch eine Viertelstunde Zeit und könnte spielen. Dann würde ich das machen. Das ist okay. Schon so, ja. Schräg. Aber so dieses typische Timelines runterscrollen bei den sozialen Netzwerken langweilt mich mittlerweile wirklich immer mehr. Also ja, das ist schon, da bin ich dabei. Das geht mir auch so. Also ich, genau, bei Twitter kann ich es ab und zu noch ertragen. Alles andere finde ich auch. Facebook und so, gerade auf dem Smartphone auch einfach, weil es optisch nicht so groß ist und anstrengend ist, ja. Aber es klingt auch schon wieder, als ob wir so altbacken wären. Dabei haben wir ja eigentlich eine sehr intensive Nutzung. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich hinkommt, dass du sagst, du benutzt es weniger. Ich glaube, es ist vielleicht nur deine Wahrnehmung, weil die Sensation, ne, Primacy-Recency-Effekt nennt die Psychologie das, glaube ich, also weil die Sensation der Oberfläche nicht mehr so groß ist und deswegen nehmen wir den Einfluss und wie viel wir doch drauf gucken, vielleicht gar nicht so wahr. Würde ich jetzt als These in den Raum stellen. Sollen wir trotzdem mal zu unserer App kommen? Ja, genau. Also, ja, das gehört halt dazu, ne? Wir haben ja viel. Also, die App, über die wir eigentlich sprechen wollten, beziehungsweise die wir uns angeguckt haben, eine von diesen vielen Apps, die es sich, glaube ich, so ein bisschen zum Ziel gemacht hat, das Nutzungsverhalten der Smart-Geräte in irgendeiner Weise, ja, nicht zu überwachen. Überwachen ist das falsche Wort. Nicht zu regulieren. Nicht kontrollieren, regulieren. Genau. Zu regulieren. Ja. Die heißt Forest, gibt es im App Store von Apple und gibt es auch im Android, im Play Store, im Google Play Store. Deswegen haben wir sie beide, weil wir aus den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften stammen. Und die ganze App ist so aufgebaut, dass eine relativ simple Benutzeroberfläche angezeigt wird mit einem schönen mintfarben grünen Hintergrund, einem Bild in der Mitte, eine kreisförmigen Grafik in der Mitte mit einer sehr einfachen Computergrafik, in der man dann so Bäume sieht, beziehungsweise erstmal noch gar keinen Baum. Die Bäume entstehen nämlich erst. Man ist dafür zuständig, diese Bäume zu pflanzen. Diese Bäume kann man aber nur, ich sag mal, passiv pflanzen, wenn man sein Smartphone in Ruhe lässt. Ja. Und das macht das Ganze auch aus. Umso länger man sein Smartphone in Ruhe lässt, umso größer und prächtiger wird dein Baum. Ja. Wie groß war dein größter Baum? Ich hatte mal 90 Minuten Baum. Hä, hast du nicht mal über Nacht einen größeren gemacht? Man kann doch gar nicht größer als, oder? 100, kann ich 120? 120. Hab ich ja, genau. Dann 120, ja, dann habe ich 120. Also genau, das Größte, was ging, habe ich einmal gemacht über Nacht. Genau, sehr schön. Wir haben beide schon sofort den Main-Cheat gefunden, oder? Ja, definitiv, ja. ja, also dann hat man die Möglichkeit, in Form so eines, um diesen Baum, der in der Mitte des Bildschirms dargestellt wird, ist dann halt so ein Kreis und da hat man dann so einen Schieberegler, mit dem man den Kreis schließen kann. Und umso weiter man den Kreis schließt, umso länger wird die Zeitangabe, die da unten steht. Ich glaube, es fängt an bei 20 Minuten. Nee, bei 10 Minuten hat man einen kleinen Busch. Bei 30 Minuten hat man schon so eine Tanne mit drei Stufen. Bei
65 Minuten kriegt die Tanne sogar drei Seiten, wird dann in drei Richtungen ausgerichtet. Genau. Und bei 120 Minuten ist es, glaube ich, eine sechs- oder achteckige Tanne, das kann man nicht so genau sehen. Ja, und dann kann man noch verschiedene Arten von Bäumen auswählen, Palmen, Laubbäume etc. Allerdings kriegt man die erst, wenn man gewisse Punkte freigeschaltet hat. Richtig, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, also selbst bei der Kaufversion ist es so, dass bestimmte Bäume erst kommen, wenn man eine bestimmte Art von Selbstkontrolle hat. Und dann wird der Wald insgesamt bunter und interessanter. Ne? Richtig, richtig. Genau. Und diesen Mechanismus kennen wir alle von Spielen. Ja, genau. Eigentlich ist es eine Gamification von normalen Alltagsroutinen, die man versucht irgendwie zu beeinflussen. Ne? Die klassische Psychotherapie macht das, glaube ich, auch so. Ne? Jemand, der geringes Selbstwert hat, der schiebt ab und zu mal eine Bohne von links nach rechts, von der rechten Hosentasche in die linken Hosentasche, wenn er das Gefühl hat, etwas gut gemacht. Und genau so läuft es in dieser App auch. Wenn ich was gut gemacht habe, indem ich das Handy nicht angefasst habe, dann wächst der Baum und sieht schön aus und der Wald wird immer schöner. Und der Wald ist der Ort meiner persönlichen Selbstbeherrschung. Ja, genau. Und also das muss ich ehrlich gesagt sagen, hat bei mir sofort funktioniert. Vielleicht sollte ich mir eine Bohne in die Tasche stecken. Ja, dringend. Also ich muss sagen, ich hatte in den ersten Tagen wirklich Spaß daran, dieses Gefühl zu haben, dass in meiner Hosentasche oder in meinem, was wächst, oder in meiner Jackentasche, wo auch immer das Smartphone ist, was passiert, wenn ich, ohne dass ich was dazu tun muss. Es hatte auch sowas von, also ich war immer jemand, der zum Beispiel Aufbaustrategie gerne mochte. Ich mochte es gerne, Häuschen zu bauen, Städte zu bauen und immer was Größeres zu bauen. Und das ist ja quasi, wenn man hier damit weitermacht, ist es ja auch so, dass man dann einen ganzen Wald hat letztendlich. Ne? Ja, wobei man nicht bestimmen kann, wo das Zeug wächst. Ne? Also das ist ja irgendwie random. Da kann man halt mal keinen Einfluss drauf. Genau. Also so richtig strategisch ist es nicht, sondern es ist eher so natürlicher Wachstum. Ja, genau. Wie auch ein Wald. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, allerdings, was diese App ja sehr ausmacht, denn die ist auch ausgezeichnet worden Ende 2017, glaube ich, als Super Social Media Influencer App. Was sie auch ausmacht, ist, dass sie in der echten Welt das Versprechen gibt, dass für jeden Baum, den man wachsen lässt, auch ein wirklicher Baum gepflanzt wird. Also, dass das sogar ein Impact hat. Das stimmt. Wobei ich glaube nicht, dass, also da, so weit habe ich mich nicht da reinbegeben, aber ich glaube nicht, dass man wirklich transparent nachvollziehen kann, wo die Bäumchen dann stehen. Oder? Nee, natürlich. Das ist, also, ist eine gute Frage. Habe ich jetzt auch noch nicht nachrecherchiert. Glaube ich aber auch nicht, dass es da wirklich eine Webcam gibt, wo wir dann auch nochmal live die Bäume sehen können, die wir quasi virtuell gepflanzt haben. Nee. Zumal die Nutzerrate ist ja so hoch, dass man davon ausgehen muss, dass das überhaupt nicht machbar ist. Also wenn man einfach guckt, wie oft das Ding schon runtergeladen ist. Ja, wobei das ja auch immer so ein Aspekt ist, der nur so ein Indiz sein kann. Ne? Weil runterladen heißt ja nicht nutzen. Nee, genau, das stimmt. Aber ich gehe immer davon aus. Ja, wobei ich da so gerade als jemand, der sich mit Spielen viel beschäftigt, ein bisschen skeptischer bin. Weil aus dem Bereich kennt man das auch sehr häufig. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt Fortnite, das populärste Spiel der Welt. 125 Millionen Nutzer. Da muss man schon ein bisschen kritischer hinterfragen. Es sind erstmal nur 125 Millionen Leute, die sich das gratis runtergeladen haben, weil es nun mal gratis ist. So. Und bei kostenfreien Apps sehe ich das, glaube ich, so ein bisschen ähnlich letztendlich. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Ich bin jemand, der total schnell sich was aus dem App Store runterlädt, wenn es kostenfrei ist, einfach um es sich anzugucken, weil ich neugierig bin. Und 90% der Apps, die ich mir runtergeladen habe, habe ich nicht mehr auf meinem Telefon. Das ist definitiv so. Ist bei mir auch so. Bin ich dabei. Aber trotzdem, ich meine, jeder, der es runterlädt, hat wahrscheinlich mindestens einen Baum versucht. Ja, ja, das ganz klar. Das mal angetestet. Und alleine das, also dann hätten wir allein schon 5 Millionen Bäume mehr auf der Welt. Nur aus dem Android App Store. Ja, genau. Deswegen ist das ein bisschen unrealistisch mit der Übertragbarkeit in den echten Wald. Genau, aber es unterstützt so ein bisschen die Idee dahinter, das Feelgood, die Feelgood-Programmatik, die dahinter steht. Ja, so ein bisschen wie Felddienst, ne? Mit Felddienst, die haben ja auch jahrelang damit beworben, dass die Bäume pflanzen, wenn man ihr Bier kauft. Wir trinken und die anderen pflanzen die Bäume dafür. Sehr schön. Ja, genau. Was die App dann in dem Zusammenhang noch gut macht, oder was sie gut macht, ist den sozialen Aspekt. Man kann nämlich auch gemeinsame Wälder pflanzen. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Guck mal. Ernsthaft? Das steht ganz oben. Warum haben wir das noch nicht getan? Weil das ist ein Symbol ganz oben auf dem Display. Also in der Mitte des Displays. Rechts siehst du deine Münzen, die du gesammelt hast, deine Goldtaler. Links ist das Menü für Einstellungen.
Und in der Mitte kannst du zwischen Einzelnutzung, also selber einen Wald pflanzen, dann ist da so ein Symbol, was rechts daneben ist, wo so zwei kleine Köpfe nebeneinander sind. Und da kannst du dann einen Raum erstellen und einen Raum beitreten anschalten, anwählen. Und dann machst du quasi einen gemeinschaftlichen Wald. Schreck. Und dann kann man sich mit der Familie oder mit den Freunden oder mit dem Partner vielleicht sogar, gerade in Partnerschaften kann ich mir das vorstellen, so dieses typische, man sitzt da zusammen und guckt seine Lieblingsserie zusammen und der eine ist die ganze Zeit nur am Smartphone. So. Und dieser Konfliktpunkt, der, glaube ich, irgendwie, ne, den kann man vielleicht irgendwie mit, lass uns doch mal einen Baum pflanzen. So. Also diese Alltagssituation. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ja. So. Und ja. Als Metapher für Harmonie. Genau. Charmant. Ja. Wenn man das allerdings anders betrachtet, ist es sogar eine Form von gegenseitiger Kontrolle. Ne? Ja, also so im Sinne von, wie viel Bäume hast du denn heute gepflanzt, ja, und wie groß ist dein Wald denn mittlerweile? Oder was hast du zu unserem gemeinschaftlichen Wald beigetragen? Ja, ich meine, viele benutzen es ja wirklich. Also ich kenne tatsächlich, als aktiver Twitter-Nutzer sehe ich ganz viele Leute, die sozusagen ihre Schreibproduktivität, gerade Leute, die irgendwie Autoren sind, die viel schreiben, die ihre Schreibproduktivität damit dokumentieren, dass sie ihren Wald und was sie heute geschrieben haben, wie viele Wörter sie geschrieben haben, mit dokumentieren und damit das auch markieren. Also für Produktivitätssachen finde ich das logisch, aber genau, für so soziale Kontrollgeschichten ist das schon wieder irgendwie bedenklich. Also auch mit dieser App, die hast du, also mit Forest hast du das schon öfter gesehen? Ja, also ich, wie gesagt, da, so bin ich tatsächlich drauf gekommen. Ich hatte das Ding ja vorgeschlagen, die Koalas und die Bäume, und als Thema. Ja, okay. Und das kommt aus meiner kleinen Community auf Twitter, wo ich mit Autoren verbunden bin, vor allen Dingen jetzt amerikanische Autoren, und die nutzen das exzessiv und haben eine Forest-Community quasi, mit der sie sich zum Schreiben zwingen. Dafür kann ich mir das auch gut vorstellen und ich muss auch tatsächlich sagen, ich für so Selbstdisziplinierungsbereiche im Bereich Arbeit gerade oder im Bereich verpflichtende Tätigkeiten, die einem vielleicht ein bisschen schwerer fallen oder wo es ein bisschen unangenehmer ist, dran zu bleiben, gerade dafür kann ich mir das auch vorstellen, weil ich finde, natürlich ist er minimal und wird wahrscheinlich auch schnell abklingen, aber der Belohnungseffekt ist bis zu einem gewissen Maß da. Und so habe ich ihn auch am Anfang in den ersten Tagen empfunden, muss ich schon sagen. Also wenn ich dann auf meiner Smartwatch, ja, auf meiner Apple Watch, dann irgendwann plötzlich so eine Nachricht bekommen habe, dein Baum ist erblüht, so, wo ich schon fast vergessen hatte, dass ich vor einer Dreiviertelstunde auf diese App gegangen bin und einen Baum gepflanzt habe, war das schon so ein kurzer Moment von, ach, wie schön, ja, so. Aber hast du tatsächlich, das wäre jetzt die nächste Frage, du siehst aber trotzdem, wenn du Nachrichten kriegst, auf deiner Smartwatch und kannst theoretisch auch die benutzen, um Sachen zu schicken und was zu machen, oder ist dann dein Forest auch gleich gestört, sobald du die Smartwatch benutzt? Der ist dann, nee, ich glaube, der ist dann nicht gestört. Habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Aber ich glaube nicht, weil das Display des Handys ja dann nicht aktiviert wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass die App in der Lage ist, in anderen Apps zu kontrollieren, also dass sie sieht, ob ich jetzt in WhatsApp was verschicke oder was lese. Ich glaube, die kann nur registrieren, ob der Display angeht. Ja, was sie machen kann oder was man machen kann, das habe ich aber auch nicht getan und das mit Absicht ist, man kann es auch mit seinem Desktop verknüpfen. Echt? Das ist natürlich schon krass. Mhm. Das, also zumindest habe ich das auch bei Kollegen gesehen. Irgendjemand hat sich darüber aufgeregt, dass es bei ihm nicht mehr funktioniert hat. Das stelle ich mir richtig krass vor. Also, dass du sowohl deinen Computer dann aushaben musst, als auch dein Handy, was zum Beispiel für mich im Arbeitsalltag überhaupt nichts bringt. So. Mir bringt es was, zu sagen, ich lege mein Handy weg und jetzt kann ich konzentriert irgendwie meine Sachen bearbeiten. Aber man ist ja trotzdem online, ne? Dann hat man irgendwie doch wieder WhatsApp im Browser auf und dann cheatet man sozusagen an Forest vorbei. Das ist nämlich das, was ich ab dem zweiten Tag gemacht habe. Ich habe den Baum angemacht und habe dann einfach am Computer alles angeschaltet. Ja, genau. Und das wäre dann auch, glaube ich, was heißt der Hauptkritikpunkt? Der Punkt, an dem ich glaube, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen sowas ist wie, ich weiß gar nicht, womit ich es vergleichen soll. Ich sag mal so, wenn man Kontrolle, die von keinem kontrolliert wird, ist keine richtige Kontrolle. So, weißt du? Hm. Solange... Who watches the watchman? Ja, genau, richtig. Solange kein wirklicher Druck entsteht, weil es in irgendeiner Weise Konsequenzen hat, macht das, glaube ich, ja, nur bedingt, hat es nur einen bedingten Effekt. So. Man kann das Ganze auch noch, also hier gibt es die Möglichkeit, im Menü kann man das Ganze etikettieren. Da gibt es Etiketten, da kann man die einzelnen Bereiche oder die Nutzung kann man dann benennen. Also hier ist zum Beispiel vorgegeben, sind so Etiketten wie Arbeiten, Studieren, Soziales, Ausruhen, Unterhaltung, Sport oder anderes. Und da merke ich schon, also ich finde, da sieht man schon, dass es so manche Sachen gibt, die bei denen das, glaube ich, ganz gut funktionieren kann. Wie zum Beispiel Ausruhen. Also da kann man es einfach sehen als schönen Wecker, wenn man dich irgendwie in der Mittagspause irgendwo hinlegen will und du einen Baum pflanzen willst in der Zeit, dann ist das sowas wie ein harmonischer Wecker, der dich nach einer Stunde mit einem neuen Bäumchen weckt. So.
Und dann geht man von seinen Kollegen weg und sagt, hier jetzt einen Baum pflanzen. Und alle denken, es ist eine komische Metapher für irgendwas Schreckliches. Ja, genau. Sehr gut. Ja, okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, scheitert oder der Haken an der Sache ist wirklich, wie du schon gesagt hast, who watches the watchman, die Kontrolle ist halt leicht zu umgehen. Und man muss sich vor niemandem rechtfertigen. Und das, glaube ich, würde dann anders funktionieren, wenn man das macht, wie wir es nicht ausprobiert haben, nämlich wenn man das gemeinschaftlich nutzt. Ich glaube, das könnte dann schon ein bisschen anders funktionieren. Ja. Ich meine, da ist ja dann auch wieder der Mechanismus, dass man verdörrte Bäume auch wieder wegmachen kann irgendwie. Da gibt man dann Coins für aus, dann sind die wieder raus, dass die da nicht rumstehen und hässlich aussehen. Ja. Was ich mich halt frage, ist, also ich finde halt die Idee im Prinzip total gut, weil sie ja mit positiver Konditionierung arbeitet, im Gegensatz zu negativer Konditionierung. Ich hatte eine Zeit lang eine App drauf, die mich sozusagen gemahnt hat. Da habe ich dann gesagt, ich will maximal am Tag eine Stunde meinen Internetbrowser aufhaben und WhatsApp maximal 15 Minuten am Tag und dann fängt die App sozusagen an zu Countdown, so einen Countdown oben einzublenden und zu sagen, so, du hast jetzt nur noch 2 Minuten und dann musst du dein WhatsApp wieder zumachen und darfst es für den Rest des Tages nicht benutzen. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war wirklich so ein aversiver Reiz, negativ, das ging gar nicht. Und bei Forest würde ich ja eigentlich erwarten jetzt, dass sozusagen der Belohnungseffekt und das Feel-Good-Moment, das gute Gefühl irgendwie sich vervielfacht. Was aber zum Beispiel bei mir gar nicht funktioniert hat. Ich habe es nur 2 Tage benutzt und dann habe ich vergessen, dass Forest existiert. Du sagst, es hat bei dir ein bisschen länger angehalten. Warum hat es aufgehört? Aber auch nicht viel länger. Also auch nicht viel länger, ja. Also aufgehört hat einfach, hat es einfach, glaube ich, aufgrund des Umstandes, dass ich da, ich möchte nicht sagen, nicht eingesehen habe, aber so wie ich es eben schon dargestellt habe, das Gefühl für mich habe, die Nutzung meiner smarten Geräte, die ist gerechtfertigt. Also so im Sinne von, ich nutze die Dinger nur, wenn ich sie auch brauche. Ja. Und dann muss ich mir auch nicht von der App sagen lassen, dass ich jetzt nicht hätte nutzen sollen. Okay. So, das heißt, man fühlt sich ungerechtfertigt bestraft, wenn der Baum eingeht. Genau. Ja. Also so, wenn ich quasi gerade mal die Zeit habe, weil ich bei der Arbeit irgendwie Leerlauf habe oder gerade eben nicht bei der Arbeit bin oder auf jemanden warte oder was weiß ich was und die Zeit habe, mal zu spielen, dann will ich spielen. Und wenn ich von der App sagen lasse, ich könnte jetzt ein Besseres machen als spielen, dann soll ich ein Besseres machen. So, ne? Also... Ja. Und ich glaube, damit hatte das so ein bisschen was zu tun. Ich habe gerade in meine Chronik geguckt, weil in dieser App gibt es auch eine Funktion, die heißt Chronik. Da kann man dann nachvollziehen, an welchen Tagen man wie viel gepflanzt hat und wie erfolgreich man da war. Ich habe am Dienstag, den 12. Februar um 20.32 Uhr nach 5 Minuten Wachstumszeit eine Zeder getötet. Oh. Also das wird einem dann, das hält einem die App dann auch schon vor. Ja. Wenn man dann, wenn sowas passiert ist und man dann aus irgendeinem Grund dann doch wieder das Handy, ne, in nutzen wollte, musste. Also diese negativen Misserfolge werden auch vermerkt. Ich glaube, alles andere wäre auch doof, wenn man da nur das irgendwie Positive drin sehen würde. Aber hast du die weggemacht? Weil ich habe nämlich, bei mir zeigt er das nicht an. Bei mir zeigt er nur meine Büsche und meine Zedern an. Und ich habe definitiv mindestens 3 Bäume verrecken lassen, habe aber jedes Mal mir einen Werbevideoclip danach angeguckt, um das ungeschehen zu machen. Ach so, das habe ich nicht getan, okay. Guck mal. Das ist nämlich in meiner Chronik nicht drin. Meine Leichen sind alle vergraben. Ach krass, okay, verstehe. Das kannst du mit einer Werbe... Da wird die App aber jetzt schon wieder böse. Das ist jetzt nicht mehr so, das hat jetzt gar nicht mehr so viel mit nee, genau. Bäume pflanzen und viel gut zu tun. Nee, genau. Ich kann sozusagen mein Failure in der Gamification dann ausgleichen durch meinen Konsumeinsatz in der Produktorientierung. Das ist ziemlich dreckig. Das ist wirklich, das ist tatsächlich... Ja, okay, nee, das habe ich nicht gemacht und deswegen ist mein Tod und Verderben noch präsent in meiner Chronik, die arme Zeder. Man kann übrigens auch konsequent und dauerhaft die Handynutzung über diese App dokumentieren lassen. Da gibt es oben rechts in der Chronik dann so ein Smartphone-Symbol, wo dann so eine kleine Uhr mit Uhrzeigern abgebildet ist und wenn man das aktiviert, dann schaltet man einen Tracker ein und der zeichnet dann die gesamte Handynutzung auf, auch wenn man die App nicht nutzt. So. Da soll man dann auch die Erlaubnis geben, dass die App im Hintergrund weiterläuft, um dann die Handynutzung aufzuzeichnen insgesamt. Und da muss ich schon sagen, da befinden wir uns dann im Bereich, wo ich mich frage, wer hat das, also was sind das für Leute, die für sich das Gefühl haben, dass sie das nötig haben? Ja. Das ist ja schon, das hört sich ja schon fast nach einer gewissen Hilflosigkeit an im Umgang mit seinen eigenen Geräten. So. Oder ist das nur, zeigt das dann nur so eine Statistik an, wie das auch deine Apple-Geräte machen, dass es dann sagt, okay, du hast so und so lang das und das gemacht. Ja, genau, aber die Frage ist ja, wofür? Also selbst auf meine Apple-Statistik gucke ich auch nicht. Außer wir machen das so, wie wir es letztens hatten mit dieser WhatsApp-Sache, wo wir unsere WhatsApp-Nutzung verglichen haben. Aber grundsätzlich gucke ich doch nicht, was ist denn das für eine, also wofür brauche ich denn die Statistik,
wie lange ich auf welche App geguckt habe. Das klingt für mich auch wieder nach einer therapeutischen Maßnahme. Also wenn ich meinen Digital Detox Therapeuten da sitzen habe, der sagt, sie installieren jetzt Forest und dann treffen wir uns in einer Woche wieder und dann gucke ich auf ihre Chronik und auch auf ihre detaillierte Sache und gucke, wo das Problem ist und wo sie was hätten rausholen können, sozusagen als Coaching-Beratungsoption extern. Ja, genau. Das ist aber auch ein bisschen das, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich bei anderen Apps auch noch feststellen, sobald es Lebenshilfe-Apps sind, die nicht nur rein technisch sind, ne, sowas wie eine Bank-App, dann neigen die, glaube ich, immer dazu, einen ein bisschen zu pathologisieren und irgendwie als krank darzustellen, oder? Ja, glaube ich auch. Oder zumindest in die Position, aber das ist ja auch irgendwie, glaube ich, geht ja auch nicht ohne, so dass die Position, dass sie einem gerne helfen können. Genau. Man ist selber in einer asymmetrischen Position eher so ein bisschen unten und der hilfsbedürftige Hilfsempfänger. Und die App oder die Leute, die hinter der App stehen, wollen diese Welt und vor allen Dingen dein Leben zu einem besseren Ort machen. Genau. Du bist das Defizit und wir sind gekommen und angetreten, um dich zu retten. So. Ja. Ja, genau. So wirkt das auch immer so ein bisschen, finde ich auch. Ja, ich finde, das erklärt auch sehr schön unsere Deinstallationsroutinen, dass wir sagen, wir schmeißen Apps sehr schnell noch wieder runter, weil genau das Gefühl braucht man einfach irgendwann nicht. Man testet und dann hört man im Zweifelsfall wieder auf zu testen, weil man sich bevormundet fühlt. Ist das so ein Big Brother-Moment schon? Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, man fühlt sich bevormundet und bei mir ist aber auch immer so ein bisschen das Problem, das ist noch ein anderer Aspekt, dass ich denen auch nicht diese Weltverbesserungsperspektive abnehme. So, ne? Also das hat bei Forest zum Beispiel damit zu tun, wie du gerade schon gesagt hast, dass man sich freikaufen kann, indem man sich Werbevideos anguckt. Mhm. Dann ist es so, dass man viele Funktionen, wie zum Beispiel die Funktion gemeinschaftliche Räume, Wälder, die heißen die Räume zu erstellen oder zu nutzen, genauso wie die Funktion echten Wald zu pflanzen, in Anführungszeichen oder sowas, all das lässt sich nur nutzen, wenn man sich anmeldet und schon wieder seine Daten da preisgibt. So. Ja. Und das verliert halt ganz schnell diesen Effekt von irgendwie Weltverbesserungsgemeinschaft, Community. Mhm. Wir für den Wald und wir für die Selbstfindung. Ja, die Frage wäre ja, ob das dann besser funktionieren würde, wenn man zum Beispiel mit seinem Real Name über irgendein Netzwerk verknüpft wäre und das alle machen würden und man bestimmte Mechanismen einfach fest eingebaut hätte. Also ob vielleicht einfach der soziale Druck tatsächlich fehlt, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Ja, ich glaube schon. Also der soziale Druck könnte natürlich auch, wie du hast ja eben dieses Beispiel geschildert von den Schriftstellern-Autoren bei Twitter oder so. Das ist natürlich auch eine Form von sozialem Druck. Ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert in einem positiven Sinne. Mhm. Also dass man da sowas, das hat ja dann sowas wie ein spielerischer Wettbewerb. Ne? Genau, die Kombination aus, ich habe mein Handy für so und so viele Stunden weggelegt und ich habe so und so viel Wörter produziert. Dann ist es ja auch schon wieder, genau, dann hat es einen anderen Wettbewerbsdimension und wenn man das dann teilt, ja, richtig, dann ist es irgendwie auch Kapital, dann ist es kulturelles Kapital, das man produziert, ja, dadurch, genau, dass man eben nutzt. Ja. Und was mir dazu übrigens, was das eingefallen ist, was ich direkt gedacht habe, so am ersten Tag der Nutzung, als alter Gamer, ich bin sofort darauf abgegangen, auf der Vorstellung, dass das ja eigentlich eine total tolle Idee für ein Spielprinzip, für eine Spielmechanik sein könnte. Ich weiß, dass es sowas auch schon mal gab. Ich habe schon mal vor Jahren das ein oder andere Spiel im App Store gesehen, was genau so eine Funktion präsentiert hat, habe es aber nicht weiter verfolgt. Grundsätzlich ist mir, als ich diese App, als ich Forest aber versucht habe, hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich eine tolle Idee wäre, Konstellation, wenn man statt Bäume zum Beispiel Spielkarten, Spielfiguren growen könnte, so mit der gleichen Funktion, eben über Nacht oder eben durch Nichtnutzung des Handys. Und umso besser man das umsetzen würde, umso länger, umso stärker könnte man seine Einheiten, Figuren, Karten, was auch immer, upgraden. Mhm. Und das dann in Kombination mit einem echten Spiel, wo man das dann hinterher auch einsetzen könnte. Hast du Pokémon Go nicht gespielt? Doch, aber ist das ja nicht mit, das hat ja nichts mit Abwesenheit zu tun, oder? Nee, mit Abwesenheit nicht, aber ich finde zumindest die Option, dass man diese komischen Eier nur ausbrüten konnte, wenn man so viele Kilometer gelaufen ist. Das stimmt, ja, richtig, genau. Total ähnliches Prinzip, ja, oder? Ja, genau. Also das sozusagen, genau, irgendeine Art von physischer oder psychischer Energie, die ich entweder durch Unterlassen oder durch körperliche Bewegung irgendwie da reinstecke, dass das Spiel vorwärts bringt, ja, genau. Also die Idee finde ich, das hat mich, fand ich toll, das fand ich auch bei Pokémon Go schon ganz cool eigentlich, was dazu
geführt hat, dass ich gerne mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin. Was aber irgendwann auch ausgeschaltet war. Niantic hat das irgendwann gedingst, dass man nicht mehr mit dem Auto fahren konnte. Das stimmt, ne? Aber ich habe das ziemlich von Anfang an gespielt und da konnte man noch mit dem Auto fahren, das weiß ich noch. Also ja, in den ersten Tagen Pokémon Go bin ich gerne mehrmals um den See gefahren. So, und deshalb funktioniert. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich mein Handy möglichst effektiv an meinem Hund befestigen kann und den dann mit dem Stöckchen so lange vor und zurück laufen lasse, bis der die Kilometer zusammengebracht hat. Man kommt auf großartige Gaming-Hacks und Cheats. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass diese App als Spiel eigentlich auch echt cool funktionieren könnte, so. Weil dann dieser Belohnungseffekt einfach für Leute, die Bock auf sowas haben, einfach maximal groß ist. Wenn du sagst, irgendwie, boah, jetzt noch eine Stunde und dann ist mein, was weiß ich was, mein Drachenreiter auf Maximum oder sowas. So. Also, und dann kann ich damit angreifen. Ja. Das dann aber aktiv spielen. Also wo du dann halt quasi, ne, das dann ins Spiel übertragen und dann das Spiel live, also im PvP-Modus austragen. Das könnte ich mir echt cool vorstellen. Das stelle ich mir tatsächlich auch ganz cool vor, ja. Ich meine, es gibt einen Roman, der das als Idee sozusagen durchzieht, aber dann natürlich als schreckliche Sache, die den Jugendlichen passiert, wo sozusagen man ein Spiel nur weiterspielen darf. So ein großes Rollenspiel, das ganz toll und Fantasy und online ist und mit allen verbunden, dass man nur weiterspielen darf und in der echten Welt Aufgaben löst. Hört sich eigentlich ganz cool an. Wie heißt der Roman? Das ist Erebos von Ursula Poznanski. Ist jetzt kein literarischer Riesenwurf, aber es liest sich nett und ist eine coole Idee. Also es geht ja um Jugendlichen, der anfängt, dieses Computerspiel zu spielen, das auf dem Schulhof mit CDs rumgegeben wird. Da merkt man dann auch schon, von wo die Autorin kommt und dass die ein bisschen älter ist. Sehr süß. Und diese CDs, die da so super secret immer weitergegeben werden, die sorgen halt dafür, dass es irgendwann quasi derjenige, der das Spiel entwickelt hat, so ein Agentennetzwerk unter den Schülern aufgebaut hat. Und dann passieren halt irgendwann schreckliche Sachen so. Dann wird der Tee von irgendeinem Lehrer vergiftet und irgendjemand stirbt und so. Aber von der Grundidee her ist es genau das. Also, dass das echte Leben sozusagen die Spielesucht eigentlich fördert. Also würden wir auch unterstützen. Die Spielesucht. Fänden wir super. Hört sich echt gut an. Also nicht das Buch jetzt unbedingt, aber diese Idee hört sich, die ist cool. So. Ich glaube auch, dass das eigentlich das neue Modell ist. Also auch gerade für Kinder und für ne, Motivation, um Sport zu machen, um rauszugehen, dass das eigentlich eine Nummer ist, die ganz gut funktionieren kann. Die auch wieder schlimme Variante davon ist diese Vision von den Krankenkassen, die anfangen, uns irgendwann alle dazu zu zwingen, dass wir die Apps auf den Handys haben und nachweisen, was wir gemacht haben und wie viele Schritte wir gelaufen sind. Ja. Auch da sind wir wieder in dystopischen Bereichen und bei Big Brother. Ja, ja, wobei ich glaube, dass sich das, das ist ein super, also das ist eigentlich ein ganz guter Anschluss an die App, weil das hat ja thematisch voll viel damit zu tun. Ja. Ich glaube ja immer noch, dass wir uns da relativ weit entfernt noch von einem Zwang befinden. Ich glaube, das wird immer noch über so eine gewisse Versuch von positiver, nee, gar nicht wahr, das ist ja doppelt negative Konditionierung gehen. Also das hat Sheldon uns ja beigebracht, was der Unterschied zwischen positiver und negativer Konditionierung ist. Insofern, als dass ich glaube, dass es in nächster Zeit und in den nächsten Jahren auch erstmal so sein wird, dass man sich Gratifikationen und Vergünstigungen abholen kann, einsammeln kann, wenn man sich irgendwie bereit erklärt, seine Daten mit der Versicherung zu teilen. Genau, der erste Schritt. Genau, also in anderen Bereichen gibt es ja schon ewig, zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung, ne? Also je nachdem, wie viel du fährst und je nachdem, wie viele Kilometer du fährst und je nachdem, wie viel du davon unfallfrei fährst, werden deine Versicherungsbeiträge angepasst. Stimmt. Ja. Ist eigentlich auch ein Bonussystem, ja. Genau. Ach, ich meine, beim Krankenkassen wird das jetzt auch schon angeboten teilweise. Ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, ich habe da keine richtige Meinung zu, ob ich das jetzt konsequent doof finde oder ob so ein Belohnungssystem nicht auch was Gutes sein kann. Ja, wenn es wirklich ein Belohnungssystem ist und die Frage ist halt auch immer, wie die Daten gesammelt werden, was dann wirklich passiert. Also ne, man ist irgendwie im Geiste doch sehr schnell dann wieder auf dem Weg zu einer Gesundheitsdiktatur, die einfach sehr, sehr krass wird und die anfangen wird, uns Sachen zu verbieten, die man dann nicht mehr machen kann. Ja, stimmt, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber so pessimistisch wollen wir gar nicht werden, oder? Nee, definitiv nicht. Wir wollen auch mal abschließend nochmal so vielleicht mal für uns zusammenfassen, finden wir das Ding jetzt gut oder finden wir es nicht gut? Oder finden wir überhaupt diese Art von Apps gut? Gibt es eine bessere Alternative? Haben wir noch mal anderes davon gesehen? So? Ja, also ganz grundsätzlich habe ich jetzt schon den Eindruck gehabt, dass wir ganz positiv damit waren. Ich finde die Idee cool, ich finde die Umsetzung cool, ich finde dieses positive Gefühl, das man kriegt, wenn der Baum gewachsen ist, auch cool. Wir sind uns aber, glaube ich, auch einig, also ich stelle es jetzt als These in den Raum, du darfst mir dann widersprechen, dass man die Challenge accepted hat so für 2-3 Tage und wie gesagt, dann passiert eigentlich nicht mehr so viel, oder? Weil so aufregend ist es dann doch nicht und so hilfreich. Genau.
Genau, so sehe ich das auch. Die Idee ist super. Es gibt auch eine gewisse Notwendigkeit dafür, weil ich glaube, ich echt viele Menschen gibt, die da vielleicht auch für sich selber das Bedürfnis haben, da mehr Kontrolle reinzubringen und auch mehr Transparenz reinzubringen, weil das ist ja auch das, was es schafft, eine Transparenz, die man vielleicht ansonsten nicht so hat irgendwie. Das ist schon ganz cool. Die Präsentation ist vor allen Dingen gelungen, finde ich. Also total. Das Ganze mit den Bäumen und wie es dargestellt ist, die Grafik, die Benutzeroberfläche, die ist sehr aufgeräumt, sehr klar, aber trotzdem schön animiert und schön anzuschauen. Das ist alles sehr gelungen und gefällt auch definitiv. Die soziale Funktion, dass man es gemeinsam mit mehreren Leuten nutzen kann. Und das ist auch der Aspekt, wo ich glaube, wenn überhaupt, dann ist es diese Funktion, die das Ganze wirklich funktionieren lässt, die wir beide nicht ausprobiert haben und aus der man mehr rausholen kann. Also diese Kontrolle über die Gemeinschaft. Ich Ja. glaube, das macht was aus. Ja. So. Ja. Was ja auch eine witzige Idee ist, so die Gemeinschaft, die sich zum Waldwachsen trifft. Das ist ja schon fast sektiererisch. Genau. Und der Aspekt vielleicht noch, dass man Coins sammelt, die man kriegt, wenn man einen Baum erfolgreich gepflanzt hat. Und mit diesen Coins kann man dann wieder Sachen kaufen, also Bäume, bestimmte Arten von Pflanzen oder Dekorationen, die man nur mit diesen Coins bekommt, was wiederum bedingt, dass man sie eben nur nach einem gewissen Erfolg bekommt Ja. und nicht einfach so, indem man wartet. Also das ist ja auch noch ein Unterschied. Es gibt ja ganz viele Apps, in denen man Ingame-Käufe tätigen kann. Vor allen Dingen Spielebereich, die ganze Free-to-Play-Games. Und da kann man ja dann meistens die Spieleleistung oder die mangelnde Zeit, die man hat oder eben nicht ins Spiel investiert hat, die kann man ja mit Echtgeld kompensieren. Und das geht hier nicht. Da muss man quasi konsequent bleiben, um das zu bekommen, was man dann nach außen hin präsentieren kann. Also man zum Beispiel, wenn man einen japanischen Kirschbaum hat, dann wissen alle, die diese App kennen, oh, der hat aber verdammt lange auf diesen japanischen Kirschbaum hin meditiert, so, also sein Handy nicht genutzt. Genau. Also grundsätzlich bin ich dem Ganzen positiv gegenüber und es macht Spaß, kurzzeitig jedenfalls und empfehlen, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen auszuprobieren, weil man es ist auf jeden Fall nicht langweilig und es funktioniert gut. Ja, das heißt, es kriegt Punkte von uns für Schönheit, es kriegt Punkte von uns für Sympathie Genau. und Abzug in Spannung und Erotik. Hat so viel Spannung und Erotik, finde ich richtig gut. Ja, hast du denn noch irgendwelche anderen Apps, die ähnliche Ziele oder die ähnlichen Zweck haben, so auf deinem Handy? Ich hatte ja gerade eben schon die Sanktionierungs-App erwähnt, also die wirklich ne, den Countdown laufen hat und wirklich sehr negativ nachfasst. Die habe ich ziemlich genau einen halben Tag ertragen und dann bin ich sauer geworden und die habe jetzt mal schlechte Laune gekriegt, wenn dieser Counter oben aufgetaucht ist und habe sie dann sofort Okay. runtergeschmissen. Deswegen da ein definitiven No-Go. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch spontan gar nicht sagen, wie die hieß. Stay Free hieß sie sogar. Zur Schau. Steht noch da. Okay. Also das definitiv nicht. Von denen gibt es auch ziemlich viele. Also diese kontrolliere dich selber und lasse dich sanktionieren gibt es auch. Massig. Da frage ich mich auch schon wieder, das wäre auch schon mal spannend, ob da irgendwie noch so eine Gender- oder so eine Sozialschichtkomponente reinkommt, ob bestimmte Typen von Menschen bestimmte Arten von Kontroll-Apps gut gebrauchen können. Hast du noch eine dabei? Ja, nein, vielleicht. Also so eine Kontroll-App, die genau das als Ziel oder Perspektive hat, eher nicht. Was ich habe, was so ähnlich geartet ist und funktioniert, ist tatsächlich eine Meditations-App auf dem Handy. Also die aber eher so gestaltet ist, die den Fokus nicht auf jetzt Präsentation von Meditationsformen legt, sondern auf Abstinenz von äußeren Einflüssen. Also so, die dir dann eine gewisse Zeitvorgabe gibt, die kannst du selber einstellen, von 15, 20, 35 Minuten, in der du nichts machst, so. Und das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip oder es geht um einen ähnlichen Bereich mit einem anderen Schwerpunkt, wo du dann halt in der Zeit selber noch meditierst. Ja. Dafür aber dann auch die Notwendigkeit besteht, das kannst du nur abschließen, wenn du in der Zeit dann nichts anderes machst. So. Und das geht dann auch darüber hinaus, also das kann die App natürlich nicht kontrollieren, aber da wird von dir erwartet, dass du zum Beispiel auch Kopfhörer aufsetzt und um dann in der Zeit nicht Fernseh gucken zu können oder Musik hören zu können oder so. Also grundsätzlich finde ich das auch gar nicht so. Ja, uninteressant, weil es sind ja, glaube ich, auch Sachen, die man ja ansonsten halt irgendwie vielleicht auch nicht so leicht integriert. Also das Nichtstun sozusagen. Ja, genau, das Nichtstun. Ja. Ich meine, wer von uns ist schon noch besonders gut darin? Und ich glaube, ich bin schon einer der Ja. Guten. Aber Routinierter Entspanner. Ja, ich hatte sowas, also so eine hatte ich aber auch mal zwischendrin, die mich dann irgendwie auch erinnert hat daran, oh Gott, morgens ein Glas Wasser zu trinken.
Oh ja. Und dann mittags nochmal spazieren zu gehen. Oh, und ja. Dann so besonders kluge Hinweise hatte, wie dass ich, welche Art von Frühstück ich am besten zu mir nehmen sollte und so. Habe ich letztens noch im App Store gesehen, da war im iTunes App Store gibt es immer so Oberthemen, Kapitel, Präsentationsboxen jeden Tag. Heute ist zum Beispiel oben unsere Favoriten, wer bremst, verliert. Da werden dann Rennspiele präsentiert, dann gibt es immer Spiel des Tages und App des Tages. Und lustigerweise, ich scroll gerade durch den App Store und die App des heutigen Tages, die nennt sich Habitminder und das ist ein Gewohnheiten-Tracker und Motivator. Lustig, ist ja fast unser Thema. Genau. Kennst du die? Ja. Nee, sag mir nichts. Ja, da geht's. Die Überschrift ist: Es ist schwer, sich gute Gewohnheiten durch reine Willenskraft anzueignen. Manchmal brauchen wir einfach einen kleinen Anstoß. Habitminder hilft dir, Routinen zu entwickeln, die echte Veränderungen bewirken. Super. Schön. Ja, toll. Die App kommt direkt auf unsere Testliste. Das machen wir doch als nächstes Mal. Ja, definitiv. Ich lade sie mir direkt mal runter. App statt Willenskraft klingt perfekt. Wie heißt sie? Habitminder. Habitminder. Genau. Das als Teaser für nächstes Mal. Das wäre auch mal eine spannende Frage. Wo kommen die Apps eigentlich her? Ich meine, wir lösen ja jetzt das Problem für alle, die bei uns das hören, weil dann weiß man, welche Apps man nehmen muss. Richtig. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich eine gute Frage. Wo finden wir eigentlich unsere Apps und wie kommen die zu uns? Bist du ein durch den Store, Scroller? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ja, weil man auch sagen muss, dass der iTunes App Store, der Apple App Store sehr, sehr schön aufbereitet ist mit so Themenfeldern, habe ich ja gesagt, du scrollst wie so eine Timeline bei einem sozialen Netzwerk runter und das fängt immer an mit heute, dann hast du unten so eine, in deinem Handy hast du so eine Leiste, wo dann 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Reiter sind, das fängt an links mit heute, dann kommen die Spiele, dann die Apps und dann die Updates und Spiele hat sogar, also wie gesagt, eine eigene Ordner im App Store selber, weil einfach Apple auch gesagt hat, haben sie auch mal so eingeleitet, dass Spiele einfach das meiste heruntergeladene sind im App Store und ja, das ist bei mir aber auch genau. Ich glaube, das ist die baugleich. Genau. Ja. So, und aber durch diese täglichen Präsentationen kommt man einfach auf, sieht man auch einfach viel, worauf man aufmerksam gemacht wird. Und also da bekomme ich auf jeden Fall her. Und tatsächlich auch so das klassische Internet, so Recherche, was heißt Recherche, nicht aktive Recherche, sondern einfach mal so ein bisschen gucken und googeln und was es so gibt und so, ne? Und da ist einfach immer total viel, so. Ja, so läuft das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich könnte mich da wirklich den ganzen Tag mit beschäftigen, weil es halt einfach auch super viele spannende Sachen gibt. Ja, so. Also wieder bei der Frage der Selbstregulierung. Sollte man einen Baum wachsen lassen oder sich lieber nochmal nach neuen Apps umgucken? Man sollte sich vielleicht unter einen Baum in den schönen Frühlingsschatten setzen und da nach neuen Apps gucken, weil man ansonsten durch die Sonne auf dem Display sowieso nichts mehr erkennt. So. Das ist ein sehr schöner Plan, den werden wir jetzt genauso allen empfehlen und dann sollen sie zum nächsten Podcast wieder da sein. Das freut mich, das hört sich gut an, hat mich gefreut. So, nicht über Peter Lustig abschalten, sondern dranbleiben. Und damit bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch was wissen wollt, Fragen stellen wollt oder sonst was, schreibt es runter in die Kommentare. Dafür ist nämlich da die Kommentarfunktion, da freuen wir uns immer über jeden Kommentar und versuchen natürlich auf so viel wie möglich zu reagieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.